Sommeranfang. Das ist die Zeit für die Jazz Summer Night auf dem Mindener Marktplatz. Den Anfang machte das Ton-für-Ton-Projekt mit dem Abschlusskonzert eines Gesangsworkshops. Junge Leute konnten erstmals ihre Stimmen vor großem Publikum ausprobieren. Looking out on the morning gray, used to feel uninspired. Weiter ging's mit Funkified, eine klasse Band mit einem tollen Malcolm Molly Duncan. Es ist eine wunderbare Veranstaltung, es ist großartig, denn ich kenne viele Stadtfeste in vielen Städten und da ist normalerweise Coverband, so die üblichen Nachspielsachen. Was eine schöne Sache ist, will ich gar nicht runterputzen. Aber man hat selten, dass es eine Stadt schafft, ein so hochwertiges Musikprogramm auf die Beine zu stellen. Und damit meine ich jetzt gar nicht uns, aber die ganzen anderen Sachen, die heute noch spielen. Und dass so viele Leute auf den Beinen sind, das toll finden, das ist großartig. Also das spricht sehr für Minden, für die Leute in Minden. Toll, tolle Stimmung. You get what you need. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Thorsten Gutz und Band, verstärkt von dem überragenden Saxophonisten Peter Weniger, versetzten das Publikum und vor allem auch die Kenner auf dem Marktplatz in Verzückung. Can't you tell that your tie's too wide? Should I get a set of white ball tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Die haben vor kurzem im Jazz-Top gespielt, vor circa 2 Monaten. Da haben sie uns so dermaßen überzeugt, dass wir gesagt haben, die müssen wir auf der Jazz-Top haben. Die haben hier noch etwas aufgepimpt, die Gruppe, mit dem zweiten Bläser. Und da haben wir gedacht, das muss es sein. Die haben mich völlig überzeugt, finde ich. It's not the end of the line. Zum Abschluss dann noch eine Stimmungssteigerung mit dem Bahama Soul Club und einer sensationell aufgelegten Pat Apple. Der Mindener Jazzclub hat es mal wieder geschafft, den Marktplatz rappelvoll zu bekommen. Wo gibt es das sonst? Ein so tolles Jazzprogramm umsonst und draußen. Oder, Hans-Joachim Rickert? Ja, wir kriegen das hin, inzwischen auch schon zum 28. Mal. Und es ist sicher nicht einfach, so eine Veranstaltung ohne Eintritt zu finanzieren. Aber dank der Sponsoren, die auch in diesem Jahr trotz der wirtschaftlich schwierigen Verhältnisse dabei geblieben sind, ist es wieder möglich, die Jazz Summer Night für die Leute umsonst auf dem Marktplatz in Minden anzubieten. Und als wir am Freitagnachmittag aufgebaut haben, da hat es ja wie aus Kübeln geschüttet und da ist natürlich die Laune dann etwas gedämpft, aber der Samstag war optimal, es war nicht zu heiß, es hat keinen Tropfen Regen gegeben und das ist das ideale Open-Air-Wetter, dann stehen die Leute gerne draußen und ich war wirklich auch überrascht, wie früh schon der Marktplatz gut gefüllt war. Das ist nicht jedes Jahr unbedingt der Fall. Dann ab 19 Uhr eine Band, die übrigens Anfang Mai im Jazzclub das erste Mal gespielt hat, uns da sehr überzeugt hat und die aber dann gleich gesagt haben, das ist der richtige Band-Opener für die Jazz Summer Night. Dann als zweite Band
ein Gitarrist und Sänger, der inzwischen europaweit gefeiert wird, Thorsten Gutz, dem ich persönlich eine ganz große Karriere vorhersage. Ein wirklich toller Gitarrist und Sänger, wird so ein bisschen als die europäische Antwort auf George Benson gehandelt. Und dann zum Schluss eine verhältnismäßig junge Band, The Bahama Soul Club, gibt es seit etwa 2 Jahren, die auch inzwischen sehr erfolgreich sind und noch verstärkt werden durch die Sängerin Pat Appleton. Also ich fand ein wirklich rundes Programm und ich glaube, das hat das Publikum auch so empfunden. Bahama Soul Club.